Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind nach wie vor im Thema Risikomanagement und hier in diesem Video geht es nun um das Risikoportfolio. Und das bedeutet, wir malen uns ein Koordinatenkreuz und jetzt kommt bitte wieder der Fokus auf die Achsenbezeichnung. Hier steht das Schadensausmaß. Und hier oben steht die Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Und das sind die beiden Achsen, Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Und wir skalieren in unbedeutendes Schadensausmaß, spürbare Schadensausmaß, kritisches Schadensausmaß und katastrophal. Und bei der Wahrscheinlichkeit des Eintritts skalieren wir in unwahrscheinlich, in selten, in möglich und in häufig. Ja, das sind verschiedene sprachliche Abstufungen, die man natürlich auch anders wählen kann. Entscheidend ist, dass ich dann dementsprechend hier auf der Abszisse vier Felder ergeben und auf der Ordinate entsprechend auch vier Felder. Und dass dementsprechend ein Risikoportfolio entsteht mit 16 Feldern. Viermal hier skaliert, viermal hier skaliert ist 4 hoch 2 ist 16. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt zieht man, ähnlich wie beim McKinsey-Modell, hier eine Diagonale, sodass man nun abgrenzen kann und sagen kann, was unterhalb der Diagonale liegt, ist noch vertretbar. Also Projekte, die man hier positioniert zum Beispiel, sind noch vertretbar. Und man kann das hier nennen die Akzeptanzlinie. Was oberhalb der Linie liegt, ist nicht mehr akzeptabel. Und hier liegen die Extreme. Ja, also hier haben wir extreme Risiken hier oben rechts. Okay, das war's schon wieder zum Risikoportfolio. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Dankeschön.